Air USA ist zurück. Im Walter E. Washington Convention Center mitten im Zentrum der US-amerikanischen Hauptstadt treffen sich im Herbst 2021 wieder Militär- und Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt. AUSA ist die Abkürzung für Association of the United States Army und dieser Verband ist der Veranstalter der größten Konferenz und Messe für Verteidigung. Eigentlich findet sie jedes Jahr im Oktober statt, aber durch die Pandemie musste sie vergangenes Jahr ausfallen und aktuell findet sie unter besonderen Sicherheitsaspekten statt. Nur vollständig gegen Covid geimpfte Teilnehmer sind zugelassen. Durch den etwas schwierigen Vorlauf ist die Ausstellerzahl um rund 5% auf etwas über 650 zurückgegangen und die Nettoausstellungsfläche liegt dieses Jahr bei knapp unter 24.000 Quadratmetern. Aber die Nachfrage des Fachpublikums ist riesig und so werden mehr als 30.000 Teilnehmer aus 70 Ländern erwartet. Neben den vorherrschenden Uniformen der US Army sind die Farben der Bundeswehroffiziere auszumachen, die wie viele weitere europäische Teilnehmer und NATO-Mitglieder selbstverständlich vertreten sind. Natürlich besuchen Sie den offenen und einladenden Messestand von Hensoldt, deren Name auf Moritz Karl Hensoldt, einem deutschen Vorreiter der Optik und Feinmechanik des 19. Jahrhunderts, zurückgeht und der es zum ersten Tag der AUSA auf die Titelseite der Army Daily News geschafft hat. Das heute am SDAX in Frankfurt notierte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Die Wurzeln des Unternehmens liegen noch in Vorgängerfirmen und bekannten Marken wie AEG, DASA, Dornier, Telefunken, Siemens Sicherungstechnik, Zeiss, Cassidian und Airbus. Als Technologieführer für Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen baut Hensoldt sein Portfolio kontinuierlich aus und entwickelt immer neue Produkte zur Bekämpfung verschiedenster Bedrohungen auf Basis innovativer Ansätze in den Bereichen Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit. Und so helfen Hensoldt-Technologien unter anderem im Verteidigungsfall, eigentlich nicht sichtbare Stealth-Objekte mit Passivradar sicher zu beobachten und zu verfolgen. Unter den vielen internationalen Beteiligungen findet sich auch ein deutscher Gemeinschaftsstand. Und die deutschen Rüstungsunternehmen Krauss Maffei Wegmann und Rheinmetall sind ebenso vertreten wie die europäische Airbus mit dem vielseitigen Helikopter UH-72B, der aber in Columbus, Mississippi produziert wird. Im direkten Wettstreit zeigen natürlich die amerikanischen Hersteller ihre nicht minder beeindruckenden Luftfahrzeuge und für einige der insgesamt 260 registrierten Medienvertreter ist das natürlich ein guter Hintergrund für Interviews. Daneben sind in den Hallen unterschiedliche Landfahrzeuge und Verteidigungssysteme zu sehen, die mit ihrer Größe und Panzerung oft sehr martialisch daherkommen. Auch wenn einem auf der Messe mitten in Washington die Notwendigkeit und der Einsatz dieser Technologien oft fremd erscheint, die Konflikte auf der Welt nehmen leider nicht ab. Allerdings muss sich die Verteidigung vermehrt auf andere Bedrohungen einstellen. Deshalb wird auf vielen Ständen sichtbar, dass es in der zukünftigen Verteidigung stark auch um die digitale Welt geht. Drohnen und Drohnenabwehr spielen dabei eine ebenso große Rolle wie die Hoheit über Signalübermittlung und im Luftraum. Und die Unversehrtheit der Sicherheitskräfte spielt eine immer wichtigere Rolle. So werden vermehrt ferngesteuerte Systeme zur Unterstützung entwickelt und Roboter zeigen an einigen Ständen ihre ersten Gehversuche. So bleibt dem zivilen Betrachter nur zu hoffen, dass mit all der Verteidigungstechnik die Sicherheit in unseren Ländern dauerhaft Bestand hat. Und dass hinter all der Technik zuverlässige Menschen stehen, die mit ihrer Verantwortung und ihren Leistungen dazu beitragen, dass wir uns gerade in der sogenannten westlichen Welt aktuell wenig Gedanken um unsere Sicherheit machen müssen. So werden sich voraussichtlich Industrie und Militär auch die kommenden Jahre wieder im Oktober in Washington DC treffen.